So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein Video zu Fear the Wolves wieder. Und zwar will ich heute mal kurz darauf eingehen, wie und wo ihr denn an der Beta teilnehmen könnt. Also geht ihr erstmal auf www.fear-thewolves.com. Also URL schicke ich natürlich auch wieder, beziehungsweise schreibe ich natürlich auch wieder in die Informationsbox unter dem YouTube-Video. Dort gelangt ihr dann quasi auf die Hauptseite und geht auf Beta. Dann kommt ihr direkt auf die Beta-Testseite. Hier steht Sign up to get changed to participate in the next Beta Test. Kann man hier quasi seine E-Mail-Adresse eingeben. Muss dann hier natürlich die Privacy Policy bestätigen. Informationen über das Focus Home Interactive kann man machen oder nicht. Ist aber kein Muss. Dann geht ihr quasi, bestätigt die ganze Privacy Policy. Gebt hier eure E-Mail-Adresse ein. Und geht dann auf Register Now. Bei mir kommt, you already registered for the beta test of Fear the Wolves. Bei euch kommt dann was Grünes, dass ihr quasi informiert werdet. Ihr kriegt dann nicht instant einen Beta-Key. Die werden in Wellen herausgeschickt. Das heißt, die schicken vielleicht wöchentlich eben einfach mal ein Paket raus. Wenn ihr dann dabei seid, bekommt ihr eine E-Mail-Adresse. Die E-Mail sieht so aus. Das steht quasi in, macht euch bereit zum Reinspringen quasi. Hier nochmal die Uhrzeiten, ab wann dann wieder anfängt. Ab heute Central European Summertime, 11 Uhr und die ganzen Zeiten eben. Also quasi jetzt ist schon wieder das Spiel aktiv und dann könnt ihr runter scrollen, dann seht ihr den Key, den könnt ihr dann bei Steam einlösen und dann könnt ihr das Spiel über Steam starten, downloaden, starten und direkt reinstarten. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, werde ich euch natürlich alles beantworten. Ich möchte oder ich habe auch schon jetzt ein paar Beta-Keys schon gesammelt und möchte die auf jeden Fall vergiveawayen. Wenn ihr da Bock drauf habt, gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das feiern würdet oder ob ihr sagt, ihr habt selber schon welche. Dann kann ich es mir sparen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video geholfen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.